Auch nicht hier lange faxen, sondern wir gehen gleich auch auf die Map, denn die Teams wollen natürlich auch irgendwann Supporter kommen. Und wie Fischi ja schon gesagt hat, man wird ja dann total kalt und dann kann man nicht mehr performen und das ist dann total schlecht. Ja, das sehe ich auch so. Grüße gehen raus. Ich kann das natürlich verstehen, dass man ein bisschen aus dem Modus kommt, wenn man eben eine kleinere Ja, Pause hat. natürlich. Aber ich denke, dass man trotzdem noch Geld ausgeben kann, oder? Also das wäre auf jeden Fall drin Ja, gewesen. ich meine, du hast ja gestern auch bei mir gesehen, Mathe ist manchmal nicht ganz so einfach, ja. Also bei mir hapert es ja manchmal, am Reden auch. Hast du genau den richtigen Job erwischt? Bei mir hapert es ja manchmal schon am 1 plus 1. Ja, das ist ja Ja. schon eine Aufgabe an sich für mich. Ja. Ich bin ja, wie allseits bekannt, komplett lost. Das stimmt wohl, zumindest bei diesen Challenges kann man durchaus mal lost sein. Vor allem auch, wenn man zum gegnerischen Spawn durchdringen muss oder sowas. Da haben wir aber tatsächlich einen neuen Ansatz gesehen. Da wurde nämlich Ja. zuerst gelegt und dann zum Spawn Das kann durchgehen. man natürlich machen. Ich glaube, das verwirrt auch so ein bisschen den Gegner. Ja. Ja, also man denkt dann so, ja, okay. Vielleicht wollen die uns einfach nur komplett durcheinander Was bringen. ist mit denen los, Was ist mit Mann? denen los, Mann? Und dann, bam, sind die auf einmal am Spawn. Das kann man natürlich auch machen. Solche Taktiken werden immer gerne gesehen. Ich möchte dich aber noch eine wichtige Frage stellen. Ich lese die ganze Zeit im Chat wegen Dirk seinem T-Shirt, dass Pizza Hawaii ja gar nicht geht. Ja. Also ich möchte mich hier offen bekannt geben für Team Pizza Hawaii, Alter. Forever, Nice. Mann. Leute sollen essen, was sie essen wollen. Das ist mir vollkommen wurscht. Bin da eiskalt. Du bist da eiskalt. Emotionslos. Ist doch die Pizza kalt, Alter. Naja, aber ganz ehrlich, das ist so eine Influencer-Diskussion geworden, wo halt dann jeder irgendwas sagt und dann Der kauft man sich so Influencer tolle möchte ich nicht auf meiner T-Shirts Pizza. und nein, Spaß. Also das T-Shirt finde ich übrigens sehr geil. Ich habe erst ungefähr 10 Minuten nachdem Dirk das gesagt hat, geschnallt, was das T-Shirt überhaupt bedeutet. So unwichtig ist mir die Diskussion über Ananas auf Pizzen und trotzdem kann man über Geschmäcker ja immer diskutieren. Das macht ja trotzdem Spaß. Und wir diskutieren jetzt über die Pistol Round, denn wir haben hier einen interessanten Ansatz. Schau mal, in der Mitte haben wir schon Vini mit dem Headshot gegen Jesse. Okay. Ich wollte gerade sagen, der ist schon relativ weit vorne, aber gleichzeitig hat man den Spike noch hinten. Also man hält sich hier alle Optionen offen. Papa Platte checkt die Informationen. Nick-Nick kriegt den Kill gegen MacBoy und dadurch haben wir wieder ein 4 gegen 4 und Papa Platte hat sehr viel Information, aber da kommt gleich Gegenverkehr. Boah, Boah, da da kommt der kommt Headshot der. schon rein, aber er hat nur noch 7 HP und muss weg. Aber Glück gehabt, die Nade. Das ist ja wie eine CSGO-Nade gewesen gerade. Ah, und er macht eigentlich das Richtige, schießt auf den Spieler, nicht Ja. den Bot, aber der Spieler killt ihn dann. Und jetzt haben wir das 2 on 4. Oh, Casey, der Frack. Überrascht mich. Der ist jetzt wichtig gewesen gegen Veni. Und dann kommt auch sofort der Slow Orb, die Bombe jetzt auf dem A-Spot, Spike gelegt. Jetzt ist es hier die Überzahl, aber Casey gleicht das Ding sofort wieder aus. Kann Tanoshi aus dem Spiel nehmen und der Retake, der muss jetzt laufen, Vinia 1, da kommt die Smoke von Omen. Aber wo sind die Spieler? Man ist hier auf der Suche, aber man findet nichts. Da muss jetzt kurz gecheckt werden. Und schau dir dieses Play von Shredmir an. Aber die Bombe wird richtig schnell. Nein, sie haben wieder aufgehört bei der Hälfte. Das erlaubt nochmal den Refrag und Storr ist da mit dem Double. Insgesamt der Triple Kill in der Runde. 1 zu 0 für die Attacker. 1 zu 0 für das Team von Veni. Ja, und jetzt haben wir die Least Valuable Player 1v1 on B-Side Challenge. Das heißt, so wie ich das hier richtig sehe, Cassie und ja, entweder Tanoshi oder MacBoy müssten hier einmal ran. Also, Ja. da ist gerade beide 0-1 an den Stats. Das ist halt die Frage. Ich glaube, die dürfen dann, ich meine, sie dürfen jetzt einfach frei entscheiden. Ja, ich glaube auch, Tanoshi hat nämlich schon die Phantom bekommen und geht auf den B-Spot. Da wurde sich gerade hochteleportiert von Cassie mit der Bulldog. Natürlich für das verlierende Team in der Pistol Round nicht leichter, überhaupt die richtige Waffe zu bekommen. Aber er hat das Timing. Aber die Bulldog ist eben zu schwach. Mit einer Wendel oder einer Phantom hätte er einen Kill gekriegt. Mit der Bulldog nicht. Und da hat Tanoshi noch 11 HP Ja, und jetzt die kann auch Challenge gleich. gewonnen. Jetzt könnte auch eigentlich der Heile von Sage reinkommen, jawohl. Aber wird es wieder hochgeheilt und Nick-Nack. Der setzt aber hier einen guten Oh! Akzent, jawohl, und killt sie. Der haut da auch nochmal einen raus.
Nick-Nack. Jetzt ist es super stark. Und jetzt ist es hier super schwer, den B-Spot anzugreifen, aber McBoy, der kommt da irgendwie nochmal von hinten ran. Wird aber auch sofort gestoppt von Cassie. Und jetzt ist es Shredmere. Den haben wir heute schon diverse Male gesehen und wir haben uns diverse Male die Hälse zerschrien, aber dieses Mal kann er keine weiteren Punkte sichern für sein Team. Damit geht's in den Ausgleich. Die haben jetzt die Phantom irgendwie nicht gefunden am Ende anscheinend. Sie gewinnen trotzdem die Runde, das ist jetzt nicht so wichtig, aber es sind nur so kleine Details, die mich dann manchmal wundern, wo die Phantom dann hingefallen ist oder wo sie am Ende gelegen hat oder war. Ist nicht so wichtig für die Spieler, die Runde zählt erstmal mehr. Und ihr könnt weiterhin über die Challenges auch abstimmen. Wenn ihr nochmal ein One-on-One sehen wollt oder sowas, dann lasst es uns im Chat wissen. Ausrufezeichen Challenges, da findet ihr alle Informationen oder fragt die Mods, die sind natürlich auch immer da. Auch an die Leute hinter den Kulissen, schöne Grüße. Nick-Nack konnte sich hier schon den ersten Spieler rausnehmen. Stochel setzt wieder einen nach. Oh, Nick-Nack, der hat hier richtig Bock, aber Veni, der ist da. War das gerade der Burst? Das hat sich nach Burstfire angehört. Ich meine, das war der Burst von der Classic, ja, sehr, sehr wahrscheinlich. Aber das war die Sheriff, Shredmere. Cassie rausgenommen und damit ist es die 3 gegen 2 Situation. Papa Platze gleicht das Ganze hier wieder aus mit der Bulldog. Da kommt die Wall für den Spike. Oh, es wird jetzt richtig schwierig da. Einmal komplett die Map umgedreht quasi. Die Cetis, die Verteidiger auf der Angreiferseite quasi hier gerade. Ja, und Papa Platte sagt es schon ganz richtig. Er hat es noch drauf. Lass das mal den Papa machen. Der Papa macht das gut. Aber jetzt ist die Race im Window. Wir schauen mal ganz kurz bei Shredmere. Mit der Wendel. Kommt von hinten, killt sofort Papa Platte. Aber dann sitzt Jesse auf der Box. Und da reicht auch die Spectre. Da war nicht mehr viel AP übrig bei Shredmere. Also 2 zu 1 für Jessys Team. Sehr gut gespielt von ihr. Ja, die Geisterkranken, die gehen jetzt hier in Führung, aber nicht overall, denn da ist Reef so geil mit insgesamt 3 zu 2 vorne. Auch wieder mal die Challenges, die natürlich insgesamt 2 Punkte geben und eine normale Runde nur einen Punkt, also die fallen immer mehr ins Gewicht. Gerade auch jetzt, wenn es dann Richtung Endergebnis von dem heutigen Abend kommt, da zählt wirklich jeder Punkt. Wir haben vorhin die Statistik gesehen. Das ist alles sehr, sehr eng und da will man sich jetzt hier keinen Punkt entgehen lassen. Da wird nochmal kurz im Spawn gewartet, nochmal kurz taktische Besprechung gemacht. Ja, es ist noch nicht ganz sicher, wer kommen soll. Bis 1.20 haben die Zeit und bei 1.22 kommt die Information. Also, ich glaube, da wird auf jeden Fall mit harten Bandagen gekämpft. Man will es dem Gegner so schwer wie möglich machen. McBoy und Tanoshi auf dem Weg zum A-Spot gegen Jesse und Papa Platte. Ja, Papa Platte natürlich mit einer guten Position. Der Heaven ist immer gut. Kriegt er jetzt den Kontakt, aber McBoy ist einfach schneller am Abzug. Drückt ihn da um. Und jetzt, die Wall ist natürlich super unlucky. Ja, ist natürlich jetzt bekannt. Jesse kann jetzt hier eine gute Position einnehmen. Aber McBoy zieht dann mit dem Mate zusammen rum. Und damit gewinnt das gegnerische Team. Also Reef, so geil die Challenge. Jetzt müssen sie aber auch helfen, aufpassen. Und C wird gleichzeitig angegriffen und auch gleich geplantet. Aber wir bleiben hier erstmal bei der Action. McBoy schnappt den ersten, der in den Spot will. Das könnte das Ace werden für McBoy. Er hat schon 3 von 5 Kills. Da kommt der vierte. McBoy jetzt im Spot gegen die Rainer. Er wartet am richtigen Winkel, aber er musste auch noch nachladen. Und Cassie killt ihn so oder so. Da wird nochmal gelacht hinterhältig von der Rainer. Aber das 1-on-3, kann sie das echt noch holen? Die Rainer ist ein starker Charakter. Aber die Positionen, die sind halt einfach zu gut gewählt gerade hier. Also wir sehen, Lang ist komplett abgedeckt, es ist viel lang gelegt. Nee. Oh, die richtige Idee, die Box zu prefiren. Da kommt das Knife von Shredmere. Schon wieder von Shredmere mit dem Knife. Ich glaube, das war nicht ganz unabsichtlich. Ist jetzt, glaube ich, sein viertes oder fünftes? Ja, er hat vorhin in einem Match 2 Knife-Kills gemacht in den ersten 2 Runden gegen
gegen Lara Loft und gegen, warte, ich schaue es mal ganz kurz nach, gegen Lara und Mini Phoebs. Ja. Und jetzt das dritte Knife. Aber wir hatten im letzten Map auch schon wieder Knife Rounds. Hatten wir gestern? Ja, ja, das war auch. Aber in der Knife Round hat er auch Knife Kills gemacht. Aber die Knife Rounds zähle ich da jetzt nicht dazu, sondern okay. Nur Knives in der Werfenrunde zählen. Da müssen wir schon. Da müssen ganz klare Grenzen gesetzt werden. Ganz klare Grenzen gesetzt werden. Veni mit der Flash hier in den Connector rein. Drückt da jetzt die W-Taste durch. Ult ist zu Ende. Natürlich einiges an Informationen jetzt hier mitgenommen. Ja, jetzt muss nur noch der Spike kommen eigentlich und dann wär's die Runde schon fast. Aber Nick hat andere Pläne, hat den ersten in der Mitte schon gekillt. Das, was Revi da gerade macht, ist halt super. Der stört die Verteidiger beim Rotieren und Nick hier mit der Ult. Da kommt Hellfire noch auf den Spot und er weiß, dass links jemand in der Ecke ist und er ist einfach super stark mit Jet. Wieder. Das war knapp. Fast in die falsche Richtung gesidesteppt. Also Veni zwar mit dem wichtigen Opening Kill, aber dann hat es ihm nichts gebracht, weil der Spike erstmal in die Hände der Gegner gefallen ist. Und da killt Cassie noch Tanoshi von hinten. Jetzt wird aber der Wettlauf auf A gestartet. Ja, aber das Ding ist, Nicknack hat natürlich immer noch Ult. Also die Ult von Jett, die läuft nicht einfach so ab. Und das könnte jetzt hier auch nochmal die entscheidende Situation sein. Aber auch hier hat Shred mir eine Ult. Also ins Window würde ich jetzt nicht pieken, wenn ich die Verteidiger wäre. Oh, das weiß man natürlich. Oh, das ist ein super Timing. Hat richtig lange gewartet. Alter, und er macht direkt den zweiten hinterher. Und jetzt ist es das 1 gegen 1. McBoy gegen Cassie. Sehr geduldiges Play von McBoy. Er hat die Ult auch noch ready. Ja, und da kommt die Ult auch sofort raus. Aber die Hälfte wird auf jeden Fall durchdiffused. Und oh, jetzt kommt die Ult erst. Er hat noch mal ein bisschen länger gewartet. Das wäre, glaube ich, möglich gewesen, durchzudiffusen. Und jetzt muss einfach durchgezogen werden. Und das weiß McBoy auch. Das sind immer so kleine Momente. Wie man es macht, macht man es falsch. Am Ende gewinnen die Angreifer keine die Runde Ladung ganz, mehr. Ganz knapp. Oh ja. Knapper. Kann es eigentlich gar nicht mehr werden. Wir haben wieder eine sehr spannende Challenge. Drop Weapon after each kill. Also, Multikills sind nicht erlaubt. Und sobald du einen Frag machst, müssen die Dinger in den Händen sofort auf den Boden geworfen werden. Denn sonst ist die Challenge verloren. Und damit verliert man auch zwei wichtige Punkte hier im Turnier. Ja, das ist eine der Challenges, die für die Angreifer leichter ist als für die Verteidiger, weil du als Angreifer normalerweise immer nur einen Verteidiger antriffst irgendwo. Außer wenn die Bombe, also wenn der Spike platziert ist, dann kann es schon mal sein, dass zwei auf einen Schlag um die Ecke kommen. Ja, und vor allem, du musst dann halt den Spot aufgeben oder du entscheidest dich halt dagegen und verlierst zwei Punkte. Ja. Also schauen wir mal, was jetzt gleich passieren wird. Die nehmen es zumindest gerade noch sehr langsam in Angriff. Also es könnte ein super knappes Spiel werden. Ich denke, dass die beiden Teams auch taktisch und auch vom Aim auf einem Level operieren. Zumindest im Moment noch. Wir kennen das ja. Irgendwann dreht dann ein Spieler komplett hohl und macht alles kaputt. Wie vorhin zum Beispiel Lars, auch wenn es da nicht mehr zum Sieg gereicht hat. Tanoshi hat sich hier schon sehr weit nach vorne gekämpft. Also sieht in den ersten, muss jetzt die Waffe wegwerfen. Darf sie aber natürlich direkt wieder aufheben. Glück gehabt, dass da niemand um die Ecke gezogen ist. Cassie und Jesse verlieren da beide das Duell. Nicknack muss jetzt auch die Waffe wegwerfen. Entscheidet sich. Das war knapp. Ja. Hat sich, glaube ich, kurz überlegt. Das ist wie die heiße Herdplatte. Da merkst du erst eine halbe Sekunde später, dass es eigentlich zu heiß ist. Und dann verbrennt man sich die Pfoten. Bitte nicht ausprobieren zu Hause. Stochel probiert da was ganz Neues, nämlich rauszupushen aus dem Spot, wo der Spike schon tickt. Und schnappt sich den Frag. 4 zu 2 für die Angreifer. Jetzt haben wir eine Half-Buy-Round. Es ist nicht so viel Geld drin. Man könnte sagen, vielleicht wäre es besser zu saven und nächste Runde wieder Waffen zu haben. Und die nächste Challenge wäre das One-on-One auf dem A-Spot. Der MVPs. Dementsprechend wäre wahrscheinlich ein Safe echt besser, aber manchmal will man den Gegner auch gar nicht so lange ins Spiel kommen lassen. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal eine freie Runde. Zwei Ultis ready bei den Jungs von Reef. So geil. Also es könnte hier vielleicht nochmal
den Punkt geben. Papa Platte, schöner Frag dagegen, straight mir. McBoy kann da kein Refrag setzen, da kommt der Molotov und Papa Platte kann weg. Aber McBoy, was eine Schelle dagegen, Nick Nack. Und er weiß, Papa Platte, der muss jetzt zurück. Und was macht Papa Platte? Er versucht aggressiv da reinzugehen, um das Ganze hier noch zu verhindern. Aber McBoy ist einfach schon wieder da. Und Cassie ist schon von hinten auf dem Fersen, hat die MP im Gepäck, hat den Spieler gesehen, kann ansagen, Spike hier Richtung A, kommt mal alle rum. Und der ist nicht über lang gegangen, sondern jetzt über kurz. Da wird er erwartet von McBoy, der killt sofort Cassie. Also one on four für Cassie, ja, mit einer Marshall. Das ist natürlich schwierig. Hä? Oh oh. Oh oh. Hä? Gerade dein Ernst? Aber warum wird denn da oben noch gebankt? Da noch schief. Er wird sich ein bisschen gewundert haben. Was ist denn jetzt bei. Wieder Quantenphysik, die wir zwei nicht verstehen. Ich glaube, das muss er nicht gerade verstehen, was da passiert ist. Da wurde das Window gecheckt, aber nicht ganz. Und dann irgendwie doch wieder. Also hin und her. Ist rum der helfen? Um. Ja! Wirklich? Nee, warte mal. Wo ist denn der nochmal? Ich schau nochmal nach. Also MVP müssen jetzt auf den A-Spot gehen und sich dort die Köpfe einschlagen. Da ist Crazy, Casey gegen McBoy. Und ich muss sagen, dass Papa Platte, da hat er schöne Bunny Hops auch gezeigt vorhin, von lang nach kurz. Aber vielleicht war er ein bisschen zu schnell für sein eigenes Wohl. McBoy geht jetzt hier über lang, fake das Ganze erstmal. Ist natürlich Cassie, die hat sehr lange Akkus abgedeckt. Und jetzt das Timing. Das allseits bekannte Timing, gerade in dieser Sekunde guckt sie weg und kümmert sich um lang. Jetzt kommt das Auge, das bringt nichts. Die lassen sich sehr viel Zeit. Aber damit konnte sie gerade lang checken und McBoy. Der weiß natürlich, irgendwo hinter Side muss da die Rainer stehen. Oh, das ist so taktisch. Oh mein. Jetzt haben sie sich gesehen und McBoy verschießt leider den ersten Schuss und dann ist Cassie da. 5-2. Jetzt die Challenge schon mal gewonnen, aber die Angreifer profitieren meistens aus dieser Challenge. Oh, die Nate macht nochmal ein bisschen Schaden. Jetzt geht's rauf Richtung C-Spot. Da steht Papa Platte, der kann aber leider keinen Impact setzen. Cassie ist auch bekannt. Kann sich gegen die Ult von Omen, Phoenix wehren, aber kriegt auch keinen wirklicen Frag. Und Cassie und Nick Nack, die müssen das ganze Ding jetzt hier nochmal rumreißen. Immerhin den ersten Frag gegen Stoche. Ulti ist auf jeden Fall noch am Mann. Und jetzt geht es hier rauf auf die Side. Schöne Flash da von Veni. Jesse, was willst du machen mit der MP von hinten? Das ist einfach unmöglich, da musst du tappen. Sprayen ist natürlich die an sich schnellere Variante, aber die Waffe schießt einfach so schnell, da kommst du nicht mit hinterher. 6-2 in-game, overall 12-6. Die Geisterkranken gewinnen auch die Challenge. Und damit kommen sie ein kleines Stück wieder Richtung Ausgleich. Ja, das wäre eigentlich noch schön gewesen, wenn das Timing ein bisschen besser gewesen wäre. Aber ja, da sagt man immer so seine ganzen Theorien, wenn der Spieler dann und dann gepiekt hätte und so weiter und so fort. Das war halt einfach schade, dass der Spot, dass dieses One-on-One gewonnen wurde und dann gleichzeitig halt der Spot verloren wird auf der anderen Seite der Map. Ja. Aber wenigstens haben die Challenge bekommen. Und Veni hat jetzt auch den Orb eingepackt. Aber wird von Cassie durch die Smoke gesprayed. Die Brimstone-Ult endet darin, dass Papa Platte tatsächlich auch noch stirbt. Und das eröffnet wieder auf A ganz neue Wege und Optionen. Oh, da stehen jetzt aber auch wieder zwei Leute bereit. Wir wissen, dass Nick Nack mit Jett umgehen kann. Erste, eine zweite ist es nicht. McBoy schnappt sich auch den letzten Verteidiger auf der Seite. Jetzt muss es hier in einem Retake ausarten. Cassie macht den ersten. Komm, da ist noch mehr drin. Nein, ist es nicht. Es bleibt jetzt also an Jesse hängen. Mal wieder Jesse. Und da steht der Brimstone ganz, ganz nah schon. McBoy geht sofort down. Sie hat die Ult. Sie kann ritzen. Jetzt 2-on-1 plötzlich.
Shredmir hat das Knife schon draußen gehabt. Jetzt die Ult. C4 und er killt sich selbst an Jesse. Wie eine richtige Heilerin gibt sie ihr Leben hin für das Team. Und Papa Platte ist der Held, der defusen darf. Hat sie sich beschützend vor sie geworfen. Selbstloser geht es ja wohl nicht von Jesse. Bitte F in den Chat, pay respect. Das ist sowas von nice gewesen, gerade mit dem C4 sich das eigene Loch geschaufelt. Manchmal läuft es halt nicht so, wie du es dir vorstellst, und dann läuft es auch noch ganz anders. Aber wieder unglaublich knapp. Ja. Also könnte auch 6-3 fürs andere Team stehen. Jetzt gibt es die nächste Challenge, nämlich Run Back to Spawn After Each Kill. Ihr habt dann natürlich auch weiterhin die Möglichkeit zu voten und dann etwas sehr Schönes von Razer zu bekommen, nämlich Mauspads und Mäuse gibt es hier. Könnt ihr über Ausrufezeichen Challenges euch anschauen. Mäuse. Wie, ist das dein Lieblingsgericht oder natürlich, was? Natürlich, ich esse zum Frühstück, zum Mittag und zum Abend. Du kleine Maus. Und manchmal, wenn ich Lust habe, dann auch in der Nacht. Okay. Gibt ja so Lakritzmäuse oder so, vielleicht redest du gerade davon. Ja, natürlich. Wo war denn sonst? Tabu, bitte? Hallo? Wir schauen uns die Runde nochmal an. Und die müssen jetzt auch wieder zurück zum Spawn laufen. Und das ist für die Attacker immer wieder schwierig. Sie kriegen irgendwo einen Entry-Frag und müssen dann wieder umdrehen. Ja, da sehen wir jetzt zum Beispiel auch die Jett und auch Shredmir auf dem Weg zum Spawn. Die können sich ja immer abklatschen. Hast du gut gemacht. Schöner Frag. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Wie beim Staffellauf läuft es hier. Und Cassie beschützt den eigenen Spawn. Jesse ist aber dadurch irgendwie hängen geblieben. Ganz alleine auf Wald und Flur, auf weiter Flur. Und Cassie alleine gegen 5 Leute jetzt. Ja, schwierig. Jetzt natürlich den eigenen Spawn zu verteidigen, ist natürlich jetzt ja das, was einfach am besten jetzt. Ach nee, ist ja gar nicht eine andere Challenge. Ich bin wieder komplett lost. Ich glaube aber tatsächlich, dass die Spieler das ähnlich wie du gesehen haben, nämlich falsch. Und entsprechend. Es ist alles so verwirrend in meinem Kopf. Hilfe, Hilfe! Vielleicht gibt es da einen Reset-Button oder so und wir können nicht neu starten. Aber hast du eine Nadel? Tatsächlich sah es so aus, dass Cassie im Spawn geblieben ist, um den zu verteidigen tatsächlich. Ja. Vielleicht haben sie da die Challenge falsch verstanden. Im Endeffekt gewinnt Reef so geil mit Veni die Challenge. Und wir haben das 7-3 in der Scoreline. Oh, das soll ja auf jeden Fall mit Druck Richtung C gehen. Oder gibt es die Schelle durch die Smoke? Da hat sich der Prefire auf jeden Fall belohnt. Und Nicknack mit der Sheriff. Kann er leider keinen mehr machen. Nicknack, Paddywhack ist raus. Jetzt aber Papa Platte mit seinem Trademark Burst Classic Shots. Die mag er. Ja, hat sich jetzt hier auch die Vandal geschnappt. Aber von hinten kommt die Race schon an. Shredmir. Er hat das Knife schon raus. Oh! Ja, er kriegt's noch. Mit dem Headshot Knife sozusagen gegen Papa Platte. Fuchtelt er wild durch die Gegend. Am Ende kriegt er es dann doch irgendwie hin. Shredmir mit dem 410 Knife. Da hat er schon ein paar ziemlich interessante Scalps auch schon gesichert sich. Gesichert sich. Gesichert sich. Ja, da sichert er sich gleich noch ein. Da gibt's das Knife. Ah, Shredmir. Er wartet noch. Beide daneben geschlagen. Und er kommt dann auch schon von der Seite. Ich gönn sich hier wirklich gar nichts. Wirklich. Ist das dreist? Ein sehr geiler Fight auf jeden Fall. Shredmir featuring Tanoshi gegen wen war es? Gegen Jesse. Dann guck dir mal das Geld da bei Reef zu geil an. Die haben auf jeden Fall alles auf die richtig dick, was auf der hohen Kante. Es geht ja leider nicht mehr over 9000, das Geld, aber jetzt haben wir die Challenge, die wir eben gedacht haben, zu haben. Und zwar Race to Enemy Spawn. Das erste Team, das mindestens einen Spieler für 5 Sekunden im gegnerischen Spawn hat, gewinnt die Challenge. Und mal schauen, welche Taktiken sich hier die Teams für die Challenge rausgesucht haben. Wir haben schon ein paar verschiedene da
davon heute gesehen. Oh, ja. Tanoshi hat den Weg zum Spawn irgendwie falsch interpretiert. Es geht ja nicht durch die Mitte. Aber Veni holt sich Cassie. Das war tatsächlich am Spawn. Hat das schon gereicht? Zeittechnisch? Ich glaube noch nicht. Nee. Shredmir ist jetzt auf dem Weg. Der könnte es schaffen. Ja, das hieß auch. Das drei, ist die Challenge. 2, 1 und 2 Punkte sagen guten Tag. Einmal auf Nacken. Haben Papa Platte. Versucht er jetzt nochmal was reißen, jawoll! Schönes Ding. Und er weiß natürlich, dass da noch einer stehen muss. Aber er muss natürlich auch irgendwie versuchen, jetzt hier an die Bombe zu kommen. Er hat auf jeden Fall alles auf dem Schirm, so wie gefühlt. Ja, die Spieler sind auch bekannt. Er weiß, okay, von hinten muss jemand kommen und dann hat er schlechtes Timing. Und dann wird er von Stochi geholt. Und das ist die Runde für die Geisterkranken. Ja, da ist sehr deprimierend auch für Cosi gewesen, für Cassie, dass da noch Zeit am Spawn verbracht wurde, aber sie waren nicht mehr die Ersten und es gilt die Challenge nur für das erste Team, das es schafft. Und da waren nicht 5 Sekunden im Spawn bei der ersten Person. Ich glaube, es war Jessie, die da im Spawn war. Also sehr, sehr schwierig, diese Challenge tatsächlich zu gewinnen. Und vielleicht sollte man die Runde ganz normal angehen und wenn man die Runde gewonnen hat, dann den Spieler in den Spawn schicken. Warum spielst du eigentlich nicht mit? Du hast eigentlich hier die ganze Zeit die besten Taktiken. Ja, die besten Leute werden Caster. Also manchmal. Ach so, recht. Ja, stimmt. Ja, das ist manchmal, das manchmal hat mir jetzt den Rest gegeben. Herzlichen Glückwunsch raus an dich und an alle Zuschauer, die dabei sind. Wir sind in der zweiten Pistol Round. Oh, und Veni hat Bock, das Ganze so schnell wie möglich abzuschließen. 3 gegen 4. Revi, mach aus, Junge, mach aus. Die sehen das womöglich noch im Stream. Da wird der Richter auf 3 getriggert. Was soll das denn? Cheater, Admin. Cassie alleine gegen 3. Was kann sie da noch tun? Nichts. Veni mit dem 4K in der Pistol. Und hat er überhaupt jemanden gesehen? Ich weiß es nicht, am letzten Frag, da hat er auf jeden Fall gesehen, aber der Rest war, glaube ich, komplett durch Smoke. Also entweder hast du einen Veni, der mal verschießt, oder du hast einen Veni, der komplett ausrastet und einfach mal eine Pistol Round im Alleingang holen. Und wir sehen es bei der Bewaffnung. Es ist Sniper-Only-Time und wir sehen 10-mal Marshall. Ja. Ich muss auch tatsächlich gerade bei 5 plus 5 kurz nachdenken. Ich muss sagen, dass ich dass sich das große Armor hier nicht lohnt, weil die Marshall 100 Schaden macht. Und man mit einem großen Armor so oder so auch nach zwei Shots stirbt. Also kleine Armor wäre effizienter, was die Finanzen angeht. Und ich als armer Schlucker bin da natürlich immer am Rechnen, wie man mehr Geld sparen kann. Cassie und Co. finden sich jetzt in einem 2 gegen 3, nachdem der C-Kampf weniger entscheidend war als der A-Langkampf. Ja, 2 gegen 3 Überzahlsituation. Mal schauen. Die Geisterkranken können auf jeden Fall jetzt gerade nicht wirklich viel machen. Jessie ist die Einzige. Revi ist auf jeden Fall gerade on fire. Der will auf jeden Fall den Frag. Boah! Da wurde gedoppelschottet! Was war das Spiel denn? Nicht. McBoy hat gleichzeitig reingeschossen und Veni auch. Unglaublich. Was hier passiert, ist unglaublich. Ich finde diese Turniere, also ihr kennt ja so Twitch Rivals und so, No Hate, alles ziemlich cool. Und auch so die anderen Streamer-Turniere, aber im Vergleich zu dem 0815-Streamer-Turnier ist es hier einfach viel lustiger und interessanter. Ich weiß nicht, was ihr im Chat denkt. Ich denke, ihr wärt nicht hier, wenn ihr nicht auch so denken würdet. Ich finde es definitiv cooler, als Leute, die es nicht können, dabei zuzuschauen, es zu versuchen. Und da sehe ich lieber solche richtig geilen Challenges mit zusammengewürfelten Teams, die richtig reinböllern, ein paar nice Shots, richtig schöne Aktionen und so weiter und so fort. Diese Challenges, die forcen halt auch einfach so eine geile Situation heraus. Ja.
Die bringen dich einfach in solche Meme-Situationen rein. Und boah, das ist aber auch schon wieder eine schöne Flash von Cassie und Shreddy hier! Hört der irgendwann mal Lauf auf oder was? Nummer 4 und dann kommt er noch mit der Odin, brutzelt da alles weg. Und dann gibt's nochmal den Hit auf seinen eigenen Kopf. Uiuiui. Ui, ui. Shred mir. Ich kann gar nirgendwo anders no mehr hinschalten. Respect. Es ist sein Turnier. Aber ja, wie gesagt, also diese ganzen Mix-Streamer-Turniere haben alle auch ihre ganz normale Daseinsberechtigung. Ja, natürlich. Ist vielleicht härter darüber gekommen, ihr dürft das auch alles nicht so ernst nehmen. Aber ich würde mir eben mehr Twists wünschen bei solchen Turnieren, weil es einfach eben, es sind dann so Profi-Mix-Teams und dann spielt halt Simple mit Streamer XY zusammen und der macht dann halt dann easy Kills die ganze Zeit. Das ist ja nicht der Sinn. Ja. Wir haben hier richtig schöne, ausgewogene Teams. Wir haben ein paar stärkere Spieler dabei. Klappe aber zu, grundsätzlich ist das Level tot. Super schön. Und wir sehen Jesse gegen Stochi mit der Oti. Jetzt wird aber reingeholzt. Ja, wir haben gerade die Challenge Spend All Your Money. Also bis maximal bzw. mindestens 200 Credits runterkaufen. Das haben wir auch alle soweit befolgt. Und Cassie kann sich da wenig schnappen. Und damit 2 gegen 3. Kaum sage ich, es fallen hier die ersten Frags. Und somit ist Cassie hier alleine. Der Spike. Ah, oh, die haben dich gerade verpasst. Nicht mehr rankommen. Boah, schön auf den Kopf geflickt. Aber sofort drauf. Und jetzt, was macht McBoy? Der verlässt den Spike. Sie werden sich beugen. Oh, die Ult ist natürlich jetzt nicht so gut benutzt, aber sie weiß natürlich nicht, dass McBoy da jetzt schon Richtung B unterwegs ist. 25 Sekunden sind noch auf dem Timer. Und eigentlich muss sie jetzt Richtung C gehen. Und das weiß McBoy auch. Da kommt die Smoke. Und jetzt wird es hier im Aim-Duell ausgetragen werden. Cassie wird angefegt. Und da ist der Headshot. Und sie holt das Ding. Cassie mit dem 4K um die 12. Um die 12. Runde zu oder die 13. Runde zu verhindern tatsächlich. Also der Klatsch des Todes von Cassie. Mit 18 Kills, auch Top-Fragger. Ja, und es ist der Wahnsinn, wie schnell da auf den Köpfen drauf gewesen ist. Auch gegen, ich wollte schon Schlingelmier. Er spielt wie ein Schlingel, Schreddmier. Richtiger Lausebub, aber da hat er kassiert gegen Cassie. Ja, und vor allem auch mal abgesehen jetzt vom aktuellen Punktestand, denn Reefzugal hat schon 26 Punkte gemacht. Das ist schon eine horrende Anzahl und es geht ja auch direkt munter weiter. Nicknack mal wieder mit seiner Ulti unterwegs. Der Junge ist insane einfach. Und McBoy hat sich währenddessen auf die andere Seite geschlichen, durchs Window. Aber da ist jetzt eine Wall, das haben sie schon erwartet. Also wenn jemand die Jet beherrscht, dann ist es Mr. Nicknack. Ja, und was soll McBoy jetzt machen? Können ein bisschen Eis lutschen oder sowas. Oh, apropos Eis. Die haben vorhin Eis gekauft. Das ist richtig nice. Die habe ich am liebsten. Eis ist nice. Und jeder, der was anderes behauptet, ist full of. Schreibt McBoy noch in den Chat. Knife mit. Okay, sie nehmen es an. Sie nehmen die Challenge an. Oh, 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 oh. Eieieiei, das hat aber nicht so gut geklappt irgendwie. Nick-Nack. Da hat er die Rechtsklick-Knives ausgepackt und wir wissen ja alle, dass in Valorant die Knife-Hitboxen nicht so akkurat sind, sein sollen. Ich habe es lange Zeit nicht getestet, aufgrund dessen, dass dieses Gefühl und dieses Gerücht auch immer noch besteht. Aber ist vielleicht bei Riots To-Do-Liste noch ganz unten, die Knives zu fixen. Ich meine, Shreddmir hat zumindest schon mal bewiesen, dass man trotzdem noch Kills machen kann mit dem Knife. Und jetzt können sich die beiden Teams hier wieder ordentlich Punkte schnappen, denn wir haben die Challenge The Floor is Lava. Also innerhalb von 10 Sekunden muss das Team, was den Kill macht, vom Grundlevel weg und auf irgendeine Kiste springen. Was machen? Was passiert? Machen sie nur gerade noch Knife? Was ist denn jetzt los? Ich glaube, sie machen nur eine Knife-Round. Was passiert hier?
und Nick Nack fängt einfach an zu schießen. Was ist denn los? Das war... Ach so, jetzt... ich verstehe. Stoche mit dem Triple Kill und jetzt kann er defusen. Das ist das Ende des Matches, aber ich war gerade noch in Gedanken bei der Analyse und ich glaube tatsächlich, dass die Idee war, dem Gegner den ersten Kill zu geben, dass sie alle auf die Box müssen. Ja, aber sie haben beide die Challenge verloren. Und sie dabei zu killen dann aber. Da bin ich aufs Interview sehr gespannt. Was war da los? Das würde ich auch gerne wissen. Wir reden später nochmal drüber. Erstmal die Highlights dieses Games. Shredmir war auf jeden Fall Man of the Match. Mit 19 Kills, aber auch wir diese ganzen Kills geholt hat. Nick Nack. Guck dir das an. Dein Favorit, Nick Nack sicherlich. Und hier Jesse mit dem selbstlosesten Play der Nation, der Welt, der Geschichte, der Menschheit. Und da kommt der Noshi. Einfach wunderbare Situationen. Cassie hat einen wunderbaren Klatsch. Hier, der Headshot war wunderschön. Und dann hier verwirrend. Also das muss Dirty da gleich herausfinden, was da passiert ist. Wahnsinn.